So, herzlich willkommen zurück zu einer, ja, mal wieder neuen Folge von Mindtest. So, mal gucken, ob das von der OBS erkannt wird. Natürlich wieder nicht. Danke dafür. Mindtest. Warum wird es nicht angezeigt? Du kleiner. Ah, wie man sieht, ich habe wieder etwas moderateren Ping. Allerdings interessiert uns das gerade eher weniger. Was ich möchte, ist das hier. Genau. So. Sehr schön. So, Kamera funktioniert auch alle. Sehr gut. Und mir wurde geraten, deswegen ist das Ding hier auch schon offen. Ich mache erstmal hier Vollbild. Vollbild. So, genau. Hier mal ein bisschen bei den Texturierungseinstellungen durchzusippen und mal das Filtering zu deaktivieren und das Mindmapping zu. Ah, ne, hier Kantenglättung zu deaktivieren. Um damit ein etwas schärferes Bild zu haben. Ich musste aber mal gucken, wie denn meine Dateigröße eskaliert. Muss ich ein bisschen im Überblick behalten, weil bisher hatten meine Mindtest-Folgen so um die. Ja, so um die 3 GB. Das heißt, wenn ich jetzt hier aufnehme und dabei die Dateigröße auf 80 GB anwächst, dann ja, müssen wir mal gucken. Genau, Filtering bin ich eigentlich auch kein Freund von, hatte ich aber damals extra fürs Let's Play eingeschaltet, damit weswegen eigentlich? Achso, genau, damit damals mein Encoder auf dem alten Rechner hinterherkam. Ja, und Kantenglättung sollte eigentlich eher was Schöneres ergeben. Oh, sogar Audio. Ja, guck mal, wie das Ganze ohne den Filtering-Einstellungen denn aussieht. Vor allem denn im Video, vor allem denn auf YouTube. So, wir sind wieder in the house. Wir hatten ja schon angefangen, ja, wissen zu die Decke zu machen. Genau. Da hatte ich aber sonst auch nicht weiter gemacht gehabt, ne? Genau, das Ding ist erstmal so, wie es ist. Soll auch so erstmal ausreichen. Ich würde gerne lieber in den Folgen mal gucken. Ja, so wegen ein bisschen drumherum bauen, ne? So Felder und sowas alles. Da haben wir ja noch gar nichts. Ich meine, wir haben zwar hier vorne am Wasser diese kleinen Felder, aber das ist ja. Ah, die haben wir gar nicht mehr. Hä? Hat sie nicht Felder gehabt? Oh, ist mittlerweile schon ein paar Wochen her, seitdem ich gespielt habe. Ich dachte, wir hatten Felder gehabt. Ist ja, da haben wir noch gar keine Felder. Dann wird ja erst recht Zeit, mal ein paar Felder zu bauen. Muss nur mal kurz gucken, wo wir die am dümmsten platzieren. Guck ich mal hier, ob ich hier ein bisschen eine Übersicht verschaffen kann. Es war alles hier relativ eben, aber ist auch alles so abschüssig. Hier irgendwo so eine gerade Fläche reinknallen. Ich weiß nicht. Das wird garantiert nicht so geil aussehen. So, ich werde mal ein bisschen höher machen hier. So. Müssen wir mal gucken. Ich meine, am günstigsten wäre natürlich auf der Wasserebene, ne? Oder hier auf der Ebene, weil da ja auch unser Haus so ist, auf der Ebene hier. Bei der Wasserebene haben wir hier noch fast am meisten Platz. Die ist am breitesten. Oder ich mache ein bisschen Terraforming und mache die Ebene hier breiter, dass ich die nach zum Wasser hinziehe. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Dann brauchen wir aber erstmal eine Schippe. Was habe ich denn noch so an Ressourcen da?
Okay, wir haben sogar schon Eisen, das ist schon mal gut. Mit Eisenschippen sollte das Ganze ja relativ schnell gehen. Und andere Sachen haben wir hier noch nicht. Alter, diese Schafe, ne? Die geben schon dezent auf den Sack. Ich hoffe mal, das ist auch nicht bei YouTube so laut. Scheinbar moderat. So, wir brauchen Stöcker. Alter, wie viele Stöcker? Hey, wollen wir gleich noch ein paar Bäume einpflanzen? Ich meine, wir haben jetzt schon eine ganze Menge Holz, wie ich gerade gesehen habe. Für die obere Etage sollte das also reichen, was auch immer wir da noch hinbauen. Da brauchen wir eher Glas, ne? Weil wir wollten ja hier so einen großen Glaspalast drum bauen. Da gucken, müssten wir eher mal nach Sand gucken. Und Sand haben wir eher nicht so viel. 128, ich weiß jetzt nicht, ob das reichen wird. Wer weiß. Ja, gut, egal. Wir machen erstmal ein bisschen Terraforming hier. Das heißt, die Gleise müssen wieder weg. Vielleicht habe ich meine Spitzhacke verschwenden. Gibt es keine günstige? Ja gut, so dauert aber ewig. Na gut. Bin schaflos hier. Weg, 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 weg. Danke. So. Ich könnte auch einfach Wasser verteilen, ne? Haha, stimmt. Alter, warum ist die Maus eigentlich so stark? Sieht schon wieder verstellt. Ah ja, meine Maus war schon wieder verstellt. Habe ich gerade schon gewundert, warum ich hier so extrem schnell immer rumwirble. Das ist natürlich verständlich. So, haben wir dann einen Eimer? Sieht nicht so aus. Nö. Okay, dann brauche ich mal schnell einen Eimer. Die brauchen wir so oder so früher oder später. Das heißt, das sind Ausgaben. Ach so, ich habe hier Roheisen mitgenommen. Ich bin ja auch im Volldepot. Oh, wie war das jetzt hier? Das war der, der extrem schnell arbeitet, ne? Dann klatschen wir da mal das Eisen rein. Brauchen wir ein bisschen Kohle. Und der braucht auch nur doppelt, nur halb so viel Kohle. Ne? Das heißt, ich brauche immer einfach zwei rein. Ja. Das sollte ja genau reichen. Also, sogar einer zu viel sein. Was, wenn er 32 denn? Aber egal. Ich muss mal gucken mit meinen Kameras. Die sind hier immer so ein bisschen im Bild drinne, ne? Weiß ich immer nicht, ob das so geil ist hier mit den Bildern, dass sie hier so leicht abgeschnitten sind. Ich meine, erkennt tut man alles, aber ich glaube, ich mache da mal noch einen neuen Workspace. Wo die Kameras noch kleiner sind. Und ich gucke mal, ob ich die Kameras irgendwo anders platziere. Zum Beispiel da so und da so. Dann doch lieber andersrum oder so hier. Macht das Sinn? Wahrscheinlich eher weniger. No, ich weiß nicht. Also mal kurz, wie groß bist du denn? Du bist transformieren, bearbeiten. Oh, achso, falsch. Dich bitte. Bearbeiten. Hat das schon nicht wenig gebracht? Hallo? Wo ist die Kamera? Da. Da. Geh doch. Ja.
Brr. Vier, zwei, sechs wären das. So, wenn ich jetzt hier die Mitte wieder reinklatsche. Das wäre ja schon kleine. Nee, nee. Nee, fühle ich nicht. Fühle ich gar nicht. Bäh. Ich glaube, ich mach's lieber. Irgendwie so. Und dann einfach so hier. Bam. Klaus. Mal gucken, ob das so passt. So. So, der ist mittlerweile fertig. Sehr schön. Haben wir echt viel bekommen. Nice. So, jetzt haben wir ein Wassereimer wollten wir bauen. So ungefähr. Und mit dem können wir jetzt die Gleise hoffentlich ganz schnell wegmachen. Kakao ist auch schon fertig, sehr schön. Mit der Aufnahme scheint alles gut zu funktionieren, ne? Okay. Wäre auch schlimm, wenn OBS jetzt mit der hohen Framerate, mit der hohen Detailheit von dem ungefilterten Bild Probleme hätte. Da sollten genug Leistungsreserven drin sein, dass das nicht passiert. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, denn das Gras und so werde ich jetzt wahrscheinlich auch wegspülen. Dürfte aber gar nicht so ein Problem sein, weil wir wollen hier eh Felder bauen. Von daher würde ich mal sagen, scheiß drauf. Ah, it works like a charm. Oh, das ist zu dunkel. Okay, ich dachte echt, das Wasser fließt ein bisschen weiter. Aber scheinbar nicht. Gut, wir gehen mal direkt ins Bett. Die Gleise baue ich dann auch nochmal ab. Da müssen wir dann mal gucken, was wir da am dümmsten machen. Wo war das Bett? Hilfe? Nee, oben habe ich das noch. Das war ja super intelligent. Oben habe ich das noch nicht hingepackt, oder? Nö. Wo zur Hölle habe ich denn mein Bett hingepackt? Da habe ich das wohl irgendwann mal abgebaut und nicht wieder aufgebaut. Ist ja auch interessant. Ist ja sehr dämlich. Man sagt mir aber halt auch nicht Bescheid, ne? So, ich packe es einfach mal hier hin. Hier ist schon dunkel. Wow. Okay, die Idee hatte ich letztens auch gehabt. Sehr schön. Gut, dann weiß ich jetzt, wo mein Bett ist. Ha, nee, halt hier so viel. Hier ist es falsch. Das war da oben, ne? Ja, nein. Wo war das jetzt? Wo ist das Bett gerade her? Von hier, ne? Weil es war Holz. Weitestgehend. Ach, leck mich. Ja, sehr gut. Nice. Sehr gut. So, auf zu einem neuen produktiven Tag. Wie ist das eigentlich mittlerweile? Warte mal kurz, mal so ganz kurz gucken. Das geht! Lol, früher bei Mythas Vanilla, da musste wirklich direkt hier auf die Oberfläche von dem Wasserblock raufzielen, um das Wasser einsammeln zu können, weil dieses fließende Wasser quasi den Griff blockiert, weil der einmal versucht, dieses fließende Wasser hier zu greifen und das ja nicht geht.
Dementsprechend muss man früher mit dem Eimer immer genau hier so drauf zielen. Aber jetzt kann man doch einfach durch das fließende Wasser durchgreifen. Bam. Wie geil ist das denn bitte? Das ist ja cool. Das macht die Sache natürlich viel einfacher. Sehr schön. Ich hatte das immer einfach so als gegeben erkannt, wo ich dachte, ja, bei meintes ist halt systembedingt so. Geht halt nicht anders. Aber scheinbar geht es doch anders. Sehr cool. Sehr, sehr nice. So, sind die Gleise ja fast alle weg. Verloren gehen sollten ja eigentlich keine Gleise dabei, ne? Wir sind da sogar schon fast fertig. Planschi. Nice. So, da haben wir doch sehr kreativ die Gleise entfernt. Nice. Ne, weil ich meine, wie verankern die Gleise nicht auf dem Boden? Also warum man eine Spitzhacke braucht, um die Gleise abzubauen, erschließt sich mir sowieso nicht so ganz. Ich meine, man kann die Gleise auch so abbauen, aber mit der Spitzhacke geht es halt schneller. Und da weiß ich halt nicht, warum. Da machst du ja die Gleise kaputt. Als dass da irgendwas abgebaut wird. So, wir haben ganz schön viele Gleise. Die packen wir mal hier mit rein. Oh, wir haben sogar noch Gleise gehabt. Oh, aber jetzt ein paar schöne, viele Gleise. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, jetzt brauchen wir eine Schippe. Ich packe dich mal auch hier rein. Schippe brauchen wir. Haben wir noch eine Schippe da? Bevor ich hier wieder Werkzeug baue, wie wir es bereits haben. Wir aber nicht. Okay. So, dann bauen wir mal gleich drei Stück oder so. Ne, kann nicht schaden. Was halt auch geil wäre. Ich meine, versteht mich nicht falsch. Ich weiß natürlich, dass so eine Schippe. Also, ja, wie kann das? Meine Idee ist, dass man Schippen, solange wie sie heile sind, stacken kann. Jetzt weiß ich natürlich, dass das so ist, dass diese Schippen haben nur ein Attributfeld. Also allgemein Items, also Item-Stacks haben immer eine Attribute. In dem Fall hier ist es die Anzahl, ne? Das heißt, das Item ist Stock und die Attribute ist 29, ne? Damit weiß das Spiel intern, wie viele Stöcke auf einem Stack sind. Und bei Werkzeugen, die abgenutzt werden können, steht statt der Anzahl der Verbrauchswert drinne. Dementsprechend kann nicht beides gleichzeitig gespeichert werden. Aber man könnte es ja zum Beispiel so implementieren, dass es für eine Schippe zwei Item-Strings gibt. Einmal heile Schippe und einmal Schippe zum Beispiel. Und solange man heile Schippen hat, haben die halt keinen Verbrauchswert, weil die sind ja heile. Dementsprechend könnte man sie also auch stacken, weil denn als Attribute die Zahl gespeichert werden kann. Und wenn man eine Schippe benutzen möchte, dann muss man sie halt abzweigen oder sie wird automatisch abgezweigt, sobald man irgendwie, weiß nicht, ich habe jetzt hier zum Beispiel einen Stack an Stöckern. Ja? Und jetzt baue ich mit den Stöckern. Also angenommen, es wäre jetzt eine Schippe. Und ich baue jetzt hier mit der Schippe, dann wäre es halt zum Beispiel so, dass wenn ich jetzt hier mit der Schippe baue, dass dann die Schippe automatisch abgesondert wird. So. Und dann ganz normal verbraucht wird. Und die anderen Heilschippen liegen halt daneben. Weil mit den Wassereimern, da geht es ja zum Beispiel, ne? Wenn ich mehrere Eimer habe, die leer sind und ich die auf dem Stack habe im Inventar und ich dann den Eimer benutze, um Wasser aufzusammeln, dann wird der automatisch abgesondert. Also an sich, die Technik muss ja funktionieren. Und auf die Weise könnte man natürlich auch Werkzeuge, solange wie sie noch heile sind, stacken. Wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht, oder? Also. Ja. Aber da warte ich wahrscheinlich schon wieder zu viel von der Welt. So. Schippen haben wir. Dann fangen wir mal an mit dem Terraforming hier. Oh, was ist denn hier passiert?
Hier sind zwei Endermänner gestorben. Oder droppen die auch öfters mal mehrere Kugeln? Weiß ich gar nicht. Naja. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich will das hier gerne auffüllen, also den Boden anheben. Meine Idee war, dass wir den Boden hier abtragen und dann quasi einfach fliegend aufbauen. Ob das aber so sinnvoll ist, weiß ich jetzt so betrachtet gar nicht. Vielleicht sollte man den Boden doch erstmal irgendwo anders abbauen. Zum Beispiel von diesem riesen Scheißberg hier. Aber der besteht ja fast aus Gänze, aus Eisen. Das wäre geil. Aus Stein. Wenn ich jetzt hier reingrabe, genau, kommt hier direkt Stein. Das bringt uns also nicht weiter. Wo könnte ich also unauffällig ganz viel Erde abbauen? Hier sind ja auf dem Weißen noch solche Berge. Da ist einer, da ist einer, da ist ein kleiner. Was ist denn hier los? Ja, weiß nicht. Ich würde schon irgendwie gerne. Ach komm, wir bauen das mal wohl. Hat wie viele Schafe schon wieder rumgraben. So, das heißt, wir tragen hier erstmal die ganze Erde ab und dann. Oh, da drunter ist ja Sand. Was ist hier los? So, ich würde mal sagen, wir... Oder sollten wir lieber runterbauen? Also, dass ich hier den nicht um 1 erhöhe und das um 2 erhöhe, sondern das lieber um 1 absenke und das hier um 2 absenke. Macht das mehr Sinn? Weil Felder, die so wirklich auf Wasserebene sind... Wäre natürlich schon irgendwie optisch besser. Ja doch, dann mache ich das lieber so. Klar, wisst ihr? Dann habe ich auch gleich, kann der Ziel mit da bleiben. Und dann baue ich dich einfach so ab. So, easy. Weil da können wir nämlich auch direkt hier so Wasserstraßen bauen vom Wasser rein. Dass ich hier einfach so ein bisschen so weggrabe und dann hier so Wasser reinlege. Das so aussieht, wie als wenn die Felder direkt von dem Flüsschen hier bewässert werden. Ne? Das bringt also schon durchaus Vorteile. So, dann muss ich mal gucken, wie ich hier mit dem Haus mache, dass es hier mit dem Haus noch einigermaßen ordentlich aussieht. Ich mache jetzt mal hier ein bisschen Platz. Ich muss sowieso gucken, wie es hier am günstigsten aussieht. Ah, gar nicht so einfach. Okay, ich mache mal... Weißt du was? Ich mach mal hier, mach noch mal hin. Hier auch. Und dann fange ich hier so an. So. So ungefähr, ne? Dann haben wir hier noch so ein einigermaßen gerade Flucht. Und natürlich gucken hier so das Ganze. Das hier würde ich dann auch fast so lassen. Wenigstens euch beide weg, so ungefähr. Aber bei der muss hier bleiben. Sonst müsste ich da hinten erstmal so einen Stein hinbauen. Das sieht kacke aus. So, und der jetzt... Wow, der war falsch. So, der Schuppe bitte. So, der jetzt hier quasi genau das Gleiche.
So. Läuft doch. Oh. Oh, hier ist wieder Gravel. Lol. Das heißt, einen Steinuntergrund haben wir nicht wirklich. Ne? Hier vorne ist alles Kies und da hinten ist alles Zuckersand. Ist ja auch geil. Jetzt haben wir hier eine wesentlich größere Fläche, wo wir schon ein bisschen mehr Felder bauen können. Das Ganze sieht auch noch nicht so schlecht aus. Man sieht, also ne, ich meine, wenn es hier wie abgetragen aussieht, ist es ja nicht so schlimm. Ne? Hauptsache es sieht nicht zu abgeschnitten aus. Wobei ich die obere Fläche noch ein bisschen enger machen würde fast. Das sieht... Ja doch, die obere kann definitiv noch ein bisschen enger. Hier unten auch noch ein bisschen enger und dann sieht es mir glaube ich auch noch mal etwas besser aus. Hier ist noch unsauber. So. Ja, das sieht doch schon ein bisschen besser aus. Ja, so ist gut. So ist sehr schön. Easy. Perfekt. Okay. Dann, was ist eigentlich hier mit den Melonen los? Die wachsen alle schon in Reihe. Sehr gut. Noch nicht Schafe hier. Da hinten ist ein Händler. Na egal. So. Da würde ich mal sagen, das war's mit der Folge erstmal. Ich muss gucken, wie groß sie eigentlich geworden ist schon. Oh, hört sich sogar an Grenzen. Auch gerade mal so zwischen 3 und 4 GB, so wie die anderen Folgen. Läuft doch. Gutchen, dann explodiert die Dateigröße nicht so sehr. Sehr gut. Dann hoffe ich mal, dass diese bessere Bildqualität, also das gestochene, das schärfere Bild, auch bei YouTube überhaupt durchkommt. Ja, mal gucken. Okay. Ja, in der nächsten Folge fangen wir dann an, hier ein paar Felder zu bauen. Und da brauchen wir wahrscheinlich erstmal ein paar Zäune, aber da gucken wir in die nächste Folge. Von daher würde ich mal sagen, ja, was ist erstmal damit? Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann.